Das war's mit der ersten Hälfte, mehr oder weniger, denn wir haben drei Best of Ones hinter uns, drei Folgen noch und das nächste ist Lion gegen Gambit. Und das könnte nochmal interessant werden, weil ich da denke, da sind die Teams schon deutlich ausgeglichen als das, was wir heute bisher gesehen haben. Vor allen Dingen wird Gambit leichter werden als Team WWE. Ja, das auf jeden Fall. Aber Lion ist halt so, keine Ahnung, die haben halt auch gegen Team Wii vorhin echt wieder gut ausgesehen. Das stimmt. Ich glaube, sie machen es. Er ist natürlich nie ein Safeguard. Also es gibt bei League of Legends halt nie den Safeguard, dass du sagen kannst, irgendein Team gewinnt. Du kannst halt bloß anhand der Wahrscheinlichkeiten, anhand der bisherig geleisteten Darbietung quasi erahnen und so ein bisschen kalkulieren, wie es denn wahrscheinlich ausgeht. Aber es kann halt immer eine Überraschung kommen. Sei es halt irgendein ultra geiler Cheesepick. Und jetzt kommen wir natürlich auch langsam in die ganzen Spiele rein, wo es natürlich für die Teams interessant wird. Wo die halt quasi jetzt in den letzten Games davon abhängig sind, dass sie nochmal gewinnen, dass sie nochmal was umdrehen, wenn sie halt noch auf diesen zweiten Platz kommen wollen. Denn die ersten sind raus. Ja. So, Cloud9 ist weiter, Wii ist weiter. Und jetzt muss man halt nochmal sehen, wie man halt das andere Team irgendwie überraschen kann. Das kann jetzt natürlich daran enden, dass wir halt absolute Clown-Fiesta sehen. Also gestern haben wir halt ein Paradebeispiel gesehen. Es kann aber auch darin enden, dass halt ein Team auf einmal einen Pick auspackt. Nehmen wir einfach ein random Beispiel. Evelynn. Evelynn hat für FlyQuest zum Beispiel in den A im Es wird sehr gut funktioniert, keiner wusste halt eine Antwort drauf zu haben und sie ist halt ausgerastet des Todes. So, wenn halt so ein Pick auf einmal mit reinkommt, der vielleicht ein Cheese-Pick für das jeweilige Team ist, aber womit der Gegner nicht umgehen kann, ja GG. Und ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, wenn du halt mit dem Rücken an der Wand stehst oder halt keine Option mehr hast und dich halt als eventuell potenziell schlechteres Team dastehen siehst, dass du dann nochmal sowas auspackst und halt richtig zuschlägst. Ja, musst du halt vor allen Dingen, weil man versucht sich ja immer so ein paar Picks offen zu lassen. Auch Cloud9 will eigentlich hier nicht ihre richtigen Strategien zeigen, die sie für die Worlds vorbereitet haben. Aber wenn du halt weißt, hey, es hängt von allem ab, und der sieht gerade ziemlich müde aus, aber du weißt, hier von diesem Game hängt alles ab, dann musst du halt alles geben. Und dann holst du halt auch alles aus dem Ärmel, sag ich mal, was du noch übrig hast. Und das wird hier vielleicht für Gambit der Fall sein. Das ist für sie der Fall. Sie müssen das hier eigentlich gewinnen. Ein Fun Fact hier nebenbei, also Gambit ist ja auch schon sehr, sehr lange auf internationaler Ebene unterwegs, früher halt besser. Das hat mir Soda neulich erzählt. Na, habe ich mich schon gar nicht mehr erinnert. Die Worlds Season 3 waren das, glaube ich, hat er gesagt. War die erste Season, wo ein koreanisches Team nicht aus der Group Stage rausgekommen ist bei den Worlds. Da wurde nämlich Samsung damals rausgeballert von Gambit, tatsächlich. Also sie haben auf jeden Fall eine schon ruhmreiche Vergangenheit. Aber sind natürlich jetzt auch mit einem relativ neuen Roster unterwegs. Mit Kira und PvP Steos, die sie sich geholt haben aus dem alten Albus Nox Luna Roster. Und bisher können die aber überhaupt nicht auftrumpfen. Also auch Kira hat mich halt rigoros enttäuscht mit dem Anivia-Pick, den er auch gezeigt hat. Ja. Ich finde, er wurde halt auch nicht gut eingesetzt hier und da. War mechanisch wieder dabei. Auch die Schwächen wurden halt nicht so richtig beachtet. Also Gambit steht für mich eindeutig auf der schwächeren Position. Da wird die gute Vergangenheit wohl Vergangenheit bleiben. Ich wage auch so ein bisschen zu bezweifeln, dass sie es mit der Performance raus aus der Group Stage schaffen. Geschweige denn, wenn sie weiterkommen sollten, eine große Chance haben auf die richtigen Worlds. Oder eigentlich, ja, wenn man guckt, in welcher Gruppe sie sind, wogegen sie wahrscheinlich antreten müssen, wird es unwahrscheinlich, dass sie aus der Group Stage kommen oder aus der Play-In-Phase, heißt es ja. Trotzdem natürlich hier viel Glück an beide Teams, denn ich will ein interessantes Spiel sehen. Ich will einfach vielleicht auch mal ein bisschen was Neues. Lee Sin wurde gestern gezeigt, was ja schon lange her ist eigentlich. Heute möchte ich mal vielleicht wie ein Bart sehen oder so auf der Support-Position. Ich glaube, von Gambit können wir halt doch schon erwarten, dass da jetzt halt auf einmal so ein, ich sag mal, unkonventioneller Pick ausgepackt wird. Kann ich mir durchaus vorstellen. Allgemein muss ich sagen, bin ich sehr positiv überrascht von den Play-Ins. Also die Meta ist sehr weitläufig. Ja. Wir haben sehr viele Picks gesehen innerhalb von wenig Games. Wir haben sehr weitreichende Picks gesehen. Von Lee Sin bis Nidalee über die traditionellen Tanks, die wir mittlerweile mal pünktlich zu den Worlds wieder mit drin haben. Ist halt jedes Jahr dasselbe. Das stimmt. World-Meta ist irgendwie immer eine Tank-Meta. Ja. Wir haben halt zum Frühling gefühlt immer eine Assassin-Meta, wo man halt sagt, hier, tobt euch mal aus, spielt eure Assassins, wir buffen die mal ein bisschen, geben ein paar neue Items, spielt ein bisschen damit, habt Spaß mit euren mechanischen Plays, regt euch im Solo-Queue auf, wie broken die Assassins sind. Und dann kommen halt auf einmal die Worlds und von den Worlds kommen Patches, die halt einfach Tanks wieder so richtig schön in Szene setzen. Und dann siehst du halt auf einmal wieder die dicken Klopper vor dir. Ja, weil Tankfight-Meta auch immer gleichzeitig ein bisschen mehr Teamfight-Meta ist. Ja. So Assassin ist halt eher Split-Push, so 1v1s, was halt auch cool ist und wo du halt coole Outplays hast, was ja bei Faker zum Beispiel immer wieder so für ein paar Clips gesorgt hat, die echt cool sind. Aber ich glaube, für die Worlds möchte Riot einfach mehr Teamfights sehen. Und
Das passiert halt, wenn du gute Tanks mit am Start hast. Und wenn ich da für mich selber spreche, muss ich auch sagen, ich finde diese Tankmeter persönlich sehr ansehnlich, weil ich halt gut koordinierte Teamfights halt sind halt so ansehnlich, sind halt so schön zu beobachten, wenn halt jeder innerhalb eines Teamfights halt genau alles richtig einsetzt, weil da unterscheidet sich halt der Spieler, der, da muss man auch wirklich sagen, mechanisch gesehen sind halt diese Pro-Spieler halt nicht so viel besser als der 0815 Master Diamond-Spieler. So, die können halt teilweise mithalten, aber von den, vom Brain her, von dem, was sie halt sehen, wie sie die Map beobachten, wie sie sich bewegen, wie sie sich kommunizieren und wie sie halt ihre Cooldowns einsetzen in Teamfights, sind die halt viel, viel strukturierter, viel, viel organisierter. Und das ist natürlich dann immer wunderbar zu sehen. Das ist halt auch der Unterschied zwischen Solo-Queue und dem Competitive-Bereich. So, das war halt das, oder ist das, was immer noch den großen Unterschied liefert. Deswegen sind einige Picks aus der Solo-Queue oder einige Mechaniken-Plays, die du da sehr häufig siehst, auf den Worlds oder einfach in der LCS kaum vertreten, weil sich das halt so nicht gut machen lässt, wenn ein Team einfach perfekt miteinander kommuniziert. Und ich finde auch, eine Tankmeter bietet trotzdem genügend Variabilität, um sowas wie einen Jace oder einen Echo oder so einfach auch mal durchzubringen, also einen Split-Pusher oder einen Carry am Start zu haben. Wir haben auch Jax zum Beispiel in letzter Zeit sehr häufig und sehr stark gesehen, vor allen Dingen mit dem Arden Sensor wieder zusammen. Also da muss man schon sagen, es gibt mehrere Möglichkeiten und man kann auch so ein bisschen auf die Präferenzen der Spieler eingehen. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil Teams halt schon irgendwie einen Charakter vorweisen müssen und da halt über die Spieler kommen, durch die halt überzeugen. Ich muss halt ein bisschen lachen innerlich zu der Story, dass die jetzt gerade zum Beispiel von Gambit da sitzen mit ihren offenen Flaschen und halt einfach so ein bisschen Wasser aus der Flasche trinken. Und Jensen saß ja gestern da und hat quasi seine Nuckelflasche nicht aufbekommen. Wusste nicht, wie das geht, was aber in der Tat ein NA. Ich weiß nicht, ob es jetzt, es wäre halt übel lustig, wenn sie es eingeführt hätten und sagen, okay, in Nordamerika kriegt ihr jetzt besonders so Nuckelflaschen, weil es halt diesen Split mehrmals passiert ist, dass jemand halt einfach auch seine Tastatur außer Gefecht gesetzt hat, weil er halt mit seinem Trinken dort ein bisschen rumgeschmattert hat. Zum Beispiel Sola. Ja, Sola auch unter anderem. Aber bei Sola hat es vielleicht andere Hintergründe. Unter anderem, dass vielleicht einfach Leute die Augen nicht aufmachen können. Die sollte man schon immer offen lassen. Auch bei den Spielen nachher, weil die werden nochmal, ich glaube, die werden nochmal interessant werden. Und unterhaltsam. Ich weiß halt immer noch so, mach doch mal die Augen auf, das kann doch nicht wahr sein. Also ich hab das ja live gesehen, ne? Der Junge hatte da das beste Meme überhaupt erschaffen. Ich hab mich da halt gerade so richtig schön, dachte mir, oh, ich mach Feierabend, so, ich bin übelst müde, oh, ich mich ins Bett, gucke ich auf dem Tablet. So, und dann sehe ich das so noch ein bisschen zum Einschlafen, ne, um schöne Träume zu haben. Sola zum Einschlafen ist aber, glaube ich, nicht die beste Idee. So, und dann sehe ich halt diese Szene und ich hab mir halt original, ich hab mir die Szene an diesem Abend, nachdem sie halt stattgefunden hat, bestimmt 20 Mal gesehen. Und ich musste von Mal zu Mal mehr lachen. Also halt so, das ist halt so ein richtig gute Laune-Meme. Aber richtig schön. Also Sola hat sich in dem Moment wahrscheinlich nicht gefreut, aber ich glaube, im Nachhinein jetzt freut er sich schon ziemlich drüber und feiert das selber ein bisschen. Er muss einfach, mach doch mal die Augen auf, Merch rausbringen. Also wenn ihr einen schlechten Tag habt und es euch überhaupt nicht gut geht, dann denkt halt einfach an Sola. Ja. Und genau an dieses Meme. Und danach, guckt euch den nochmal an. Dann müsst ihr halt einfach innerlich einmal grinsen. Ja. Und dann läuft der Tag wieder. Dann ist alles wieder gut. Das war einfach extrem geil. Die Musik, die ist auch extrem geil bei diesen Worlds. Nicht nur der Song, der ist super gut, Legends Never Die, den höre ich einfach die ganze Zeit, sondern auch die Pick-and-Bun-Musik. Was ist dein persönliches Ranking so von den World-Songs bisher? Ich fand Imagine Dragons auch ziemlich geil, muss ich sagen. Also die sind, glaube ich, noch ein Stück höher als Legends Never Die, aber Legends Never Die ist so auf Platz 2 oder Platz 3 eigentlich angesiedelt. Ja, bei mir auch so ungefähr. Also ich fand World Collides bisher war der beste. Ja, stimmt, stimmt. Der war, also es ist natürlich immer Geschmackssache. Einige feiern halt übelst Imagine Dragons und Warrior. Aber World's Collide war halt so mein persönliches Highlight bisher, was die World Songs angeht. Ist halt echt geil. Wir singen ja tatsächlich in Anivia-Bann. Jo, direkt in Kira hier gerichtet. Auch der Kane, der für Diamond Prox dort, also aus dem Roster fällt. Und dann war das Ganze mit Maokai und Jace. Also hier sehr viele individuelle Buns. Haben sehr viele Powerpicks noch offen. Wie wir ja auch sehen, also sowohl Jarvan. Das kann jetzt natürlich sein, dass sie jetzt halt wirklich mit ihren ganzen eigenen Comfort-Picks auftrumpfen wollen, dass es natürlich gleich eine richtige Böllerei gibt. Wenn du überlegst, Kalista offen, Jarvan offen, Cho'Gath offen. Ja. Xayah Rakan kann man in Kombination noch dort mit reinbringen. Zumindest Sejuani wird noch rausgenommen. Das ist, glaube ich, der einzige Meta-Bann so unter den ganzen Picks hier. Varus finde ich tatsächlich nicht so gut momentan, wenn ich ehrlich bin. Er ist in der Länge gar nicht schlecht. Also er ist in Ordnung auf jeden Fall und er bietet auch mit der Ult nochmal einiges an Potenzial für den Teamfight später. Er stellt halt für viele Picks, die du, oder denen du schlecht entgegenwirken kannst auf der Lane, ist er halt eine Antwort aktuell. Auch wenn ich halt sein Teamfight-Verhalten auch nicht so mag. Aber ein guter Varus-Spieler kann immer noch viel aus dem Champion rausholen. Das stimmt. Er ist halt auch vom Bild her, sagen wir noch, flexibel. Und du hast halt die Crit-Möglichkeit immer noch, obwohl er natürlich eher so den Attack-Speed on a Build fährt. Wir sehen jetzt als ersten Pick bei Allian Kalista. Haben wir eben auch gesehen bei Cloud9 und sie ist halt auch immer noch super stark. Als Antwort jetzt Gambit. Hier mit einem Alistar schon mal. Stichwort Engage. Und einem Gragas.
Alistair hat dann auch wieder sehr viele Möglichkeiten. Also du kannst Tristana oder Xayah locker dazu picken. Ich denke auch eins von beiden wird es werden. Oder vielleicht auch wieder eine Ashe, so wie eben. Kraga ist auf jeden Fall auf dem aktuellen Patch ein bisschen genervt worden, hindert hier aber niemand daran, ihn trotzdem zu picken. Sein Design reicht immer noch aus, um competitive dort wirklich Punkte sammeln zu können. Ich glaube, Alistair, den wollte man halt gleichzeitig, ist natürlich nicht schlecht, du kannst ihn schon picken. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch ein Champion, der für Kalister wieder fehlt, den du halt einfach wegnimmst. Diese berühmte Kalister-Alistair-Komposition willst du halt vielleicht nicht unbedingt gegen dich haben. Das Ganze wird jetzt dafür mit einem Braum ausgestattet, was halt ähnlich funktioniert, aber nicht ganz so gut. Das ist ein bisschen langsamer als Alistair. Weil Braum quasi, wenn er sich reinwirft, muss er für sein Ultimate erst noch ausholen. Das gibt dir halt noch so einen kleinen Zeitraum für Counterplay. Das ist natürlich aber auch gut, um ihn so ein bisschen zu retten. Wenn er sich vor alles vorstellt und mit dem Schild Spells etc. abzufangen, dann kannst du ihn nochmal gut rausziehen. Also vor allem das Gragas Barrel ist ja halt übel gut. Ja. Weil egal was du machst, ob du halt das Ultimate von Gragas hinter ihn schmeißt, neben ihn schmeißt, links, rechts, das Gragas Barrel wird halt immer vorne am Schild explodieren. Das heißt, du kannst halt einen Braum prinzipiell, solange sein Schild aufrecht vom Cooldown parat hat, kannst du ihn nicht ins eigene Team schmeißen und die Gegner nicht splitten. Weil das Schild halt immer ihn einfach nur nach hinten katapultiert und damit ist das Ultimate von Gragas quasi hinfällig. Wir haben jetzt noch den Jarvan, der natürlich geflext werden kann. Es könnte sein, dass er in den Jungle oder auf die Toplane geht. Und auf der anderen Seite eine Cassiopeia. Und die hat halt einfach in der Mitte momentan eine Vormachtstellung und ist so gut wie kein Zweiter. Ja. Zweiter Hypercarry praktisch. Ich wundere, dass wir sie halt so selten bisher gesehen haben, was die Planes angeht. Aber hier auf jeden Fall ein absoluter Powerpick. Funktioniert halt gut gegen Jarvan. Funktioniert halt selbst gegen Braum, um halt seinen, ja, ich springe zum Mate und versehe ihn mit ein paar Resistenzen zu verhindern. Auch gegen Kalista. Und gegen Kalista auch. Auch das, da die Passive. Das fühlt sich richtig schlecht an, wenn du mit Kalista im Miasma stehst und versuchst, hin und her zu jumpen. Funktioniert das heißt, einfach null. Das ist halt, egal was kommt, naja, nicht egal, in relativ soliden Laning Phase. Es gibt so ein paar Picks, die halt gut gegen Kasse sind. Ogil, einer davon. Victor funktioniert relativ gut gegen sie. Kommt natürlich auch auf den jeweiligen Champion Pool drauf an. Da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein, aber auch da ist es halt, es sind keine Hard Counter, es sind mehr oder weniger so Soft Counter für den Champion. Hat halt ein sehr starkes 1 gegen 1. Syndra gehört auch irgendwo dazu, weil du sie halt auch mit dem Scattered Weak halt nicht direkt stunnen kannst, aber du hast halt immer dieses Zoning-Potenzial. Ne? Cassio trifft dich mit dem Q in der Champion, der hat halt als Grundlage im Champion-Design, trifft Q, möchte hinterhergehen und dann immer die ganzen Giftbisse hinterher, diese Fangzähne oder Giftfänge, ich weiß nicht genau, wie sie jetzt heißen auf Deutsch, immer ihren E halt immer hinterher setzen, wieder ein Q treffen, kriegst ja Movement Speed für den Q, brauchst selber keine Boots bauen, das heißt, du kriegst selber Movement Speed mehr dazu über die Passive und versuchst halt lange dran zu bleiben am Gegner, um ihn halt einfach im Laufe der Zeit zu schreddern. Und meistens brauchst du gar nicht so viel Zeit, weil der Schaden halt schon ziemlich enorm ist. Mhm. Und alle Champions, die dich quasi darin ausbremsen können, bei Uri ist es die QW-Kombo, bei Syndra ist es halt einfach diese E-Anwesenheit, die sind halt eigentlich gut gegen Cassio. Okay, man nimmt hier Jhin. Interessant, du hast halt schon einen Charakter, der kontinuierlichen Damage bildet. Cassiopeia ist da extrem gut. Jetzt hast du Jhin, der ein bisschen burstlastiger ist und über eine sehr hohe Catch- bzw. Engage-Range verfügt, mit dem Slow über die Ulti oder mit dem Snare. Also insofern kann man machen. In der Lane sollte er aber doch schon ein bisschen schlechter dastehen als Kalista mit Braum zusammen. Und wir haben einen Galio. Galio Jarvan, richtig gute Kombo zusammen. Galio wird hier in die Mitte gesetzt gegen Cassiopeia. Das ist auch eine sehr gute Entscheidung, meiner Meinung nach. Und dann hast du genügend Kombo-Potenzial. Wahrscheinlich wird es jetzt noch einen Top-Lane-Pick geben, weil ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, dass du Jarvan jetzt auf die Top-Lane setzt. Also es ist machbar, auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde eher die Mid-Lane picken und würde Jarvan halt in den Jungle picken, weil Galio ist eigentlich in Cassio ganz okay. Deswegen, Galio, Cassio ist in Ordnung. Ja, ja. Und das okay, ist für die Camille Top-Lane. Bietet halt auch nochmal einen relativ sicheren Engage auf ein Ziel. Du kommst an Cassiopeia gut ran, sie wird nicht mehr beschützt und du kannst sie versuchen, schnell rauszufokussieren. Das ist gut, auf jeden Fall. Sie haben halt einfach so diese, also sie sind wirklich konsequent. Ja. Sie haben quasi einen Braum, den sie die Gegner reinschmeißen können. Sie haben halt einen Jarvan, der reinjumpen können. Sie haben eine Camille, die halt jemanden engage. Und sie haben halt für alles das Galio-Ultimate, was halt irgendwo follow-upen kann. Was auf passt der anderen Seite Jax. Gut. Das finde ich nicht schlecht. Weil Jax wurde ja eben gehabert von Lion und Jax ist momentan super stark, also ohne Frage. Und er wird auch gegen Camille irgendwann sehr, sehr gut sein. Und du bist halt auch einer der absoluten Comfort-Champions für Staios, der den halt ganz gerne mal auspackt. Passt also für ihn ganz gut. Wie ich schon gesagt habe, kann halt Camille outscalen, aber hat halt immer noch den Nachteil, dass er halt, also wahrscheinlich wird sich Camille in diesem Fight hier nie auf ein 1 gegen 1 einlassen. Also hier hat halt Lion Gaming halt wirklich viel in der Hand. Ich finde ihre Teamkomp auch besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe halt die Teamfights für Gambit sehr schwierig zu spielen. So, ich finde den Jhin-Pick einfach nicht gut an der Stelle. Ich kann es halt irgendwo verstehen, weil du brauchst keinen Hyper-Carry nehmen, du hast eh keinen Aden-Sensor für dich im Spiel mit drin. Jhin ist halt immer noch kein schlechter Champion, aber er bringt trotzdem den Nachteil mit, er ist sehr immobil und auch den Schaden, also er hat einen sehr punktuellen Schaden, er wartet halt auf die vor, will die halt auf das richtige Ziel setzen, um die halt nicht zu verschwenden. Da finde ich, ist halt der Braum auch wieder viel zu stark.
der Brom halt diesen punktuellen Schaden halt einfach vermeiden kann oder zumindest auf sich selber ziehen kann und du damit halt effektiv vielleicht das Ziel, das du bursten möchtest, gar nicht bekommst. Brom ist allgemein hier gegen sehr viele der Gegner ultra gut. Cassiopeia, du kannst halt auch die Fangzähne versuchen so ein bisschen zu blocken. Du hast die Ginnul, die du komplett blocken kannst. Gragas Fass ist nicht so gut umzusetzen. Und auch dadurch, dass du hier keinen Abendsensor im Team hast, kannst du halt Jax schlecht verstärken. Cassiopeia würde davon eher nicht wirklich profitieren, aber sie profitiert von Knight's Vow, was hier auf jeden Fall wieder baubar ist mit Gragas. Und du hättest einen zweiten Hypercarry rein theoretisch nehmen können. Man macht es nicht immer, aber wir haben in Korea zum Beispiel gesehen, dass man oft Kog'Maw und Cassio in einem Team genommen hat. Und das war halt einfach so viel Damage. Du hast dann dazu zwei Tanks gehabt und jemand, der Arden Sensor bauen konnte, und dann hat sich die Sache erledigt. Also manchmal hattest du sogar nur zweimal Knight's Vow. So der Punkt, was halt richtig wichtig bei Gambit sein wird, ist der Jax. Ja, Jax ist halt ihr Split-Push-Faktor. Die kann das Ganze irgendwie gewinnen, dass was positiv halt bei ihnen ist, dass sie halt über den Split-Push viel Disengagement ins Team reingepackt haben. Also da ist halt, Alistar ist gut, Gragas ist halt einfach der Disengager schlechthin. Wenn der Gegner dort dich angreifen möchte, dass du ihn halt einfach weghaust. Und auch mit Jhin hast du halt eine sehr weitgehende Reichweite. Das Problem wird halt bei ihnen bei Zeiten sein, wenn sie hinten sind und belagert werden, haben sie halt wenig Wave-Clear. Mhm. Und das wird natürlich zu Problematik werden, was Objectives verteidigen angeht. Die Türme zu halten ist da gar nicht ganz so einfach. Die Frage ist auch, wie man hier Jhin bauen wird. Man hat jetzt mit Dorans Ring angefangen, was halt einfach bei ihm perfekt ist, da du noch mehr Lane-Druck hast. Du bekommst immer genügend Mana zurück, um einen schönen Spam zu können. Das funktioniert bei ihm super gut. Die Frage ist, ob du Lethality oder Crit-Jhin baust. Crit hat immer noch so den Vorteil, dass du ein bisschen Movement-Speed bekommst über deine Crit-Passive. Und Lethality ist halt aber schon früher stark und du kannst halt auch mit Yumo spielen, um so ein bisschen die Mobilität zu bekommen. Ja, ganz oft gibt es ja auch die Variante, dass man quasi so ein bisschen Durchdringung into Crit baust. Das Schöne ist ja bei Jhin, dass er anders als andere Champions halt diesen Crit-Stat ganz anders verwertet. Normalerweise ist es ja so, dass du halt brauchst halt jetzt keinen Yumus und eine Klinge der Unendlichkeit auch noch Tisana bauen, weil du dann eine Klinge der Unendlichkeit hast mit ein paar popligen Crit-Chancen und einen Effekt, der halt deine kritischen Trefferschaden verstärkt. Und wenn du halt nicht crittest, brauchst du halt keinen verstärkten kritischen Trefferschaden. So, das ist halt komplett egal. Aber einige Champions, sowas wie Ashe zum Beispiel, sowas wie Caitlyn und auch sowas wie Jhin, verwerten Crit ganz einfach, weil sie halt im Kit schon Crit eingebaut haben, irgendwo automatisch. Deshalb können sie halt ihren Buildpath dann noch ein bisschen adaptieren. Das ist auch der neue Cassiopeia-Skin. Eternal, genauso wie Nocturne war das, glaube ich, der schon Skin hatte. Sieht eigentlich ganz cool aus. Wird aber nichts daran ändern, dass hier Galio eigentlich ganz gut gegenhalten kann. Natürlich kannst du wieder cheesen, wenn du willst, mit Cassiopeia, um ihn aus der Lane zu vertreiben, sobald du deine Träne hast. Das wird einmal gut funktionieren. Aber ansonsten ist Galio hier eigentlich ziemlich tanky unterwegs und sowas wie Bissell Mask zum Beispiel ist eine gute Antwort gegen Cassio. Obwohl sie das Item wahrscheinlich auch selbst bauen wird, einfach um noch ein bisschen Tankiness zu bekommen. Jarvan ist gegen Gragas im Jungle übrigens ziemlich effektiv. Also er kann ihn wirklich für den Invade gehen. Gleichzeitig wird Cassio halt von Galio gebindet. In der Mitte ist es halt eine einfache Rechenaufgabe. Hat halt Galio mehr Leben oder hat Cassio halt nicht genug Mana, um ihn zu töten? Darauf wird es halt ankommen. Wenn ihr Mana-Pool halt groß genug ist, dann wird sie ihn halt auch töten können. Also Galio sollte auf jeden Fall nicht in der Lage sein, die 1-Kill zu erzielen. Ja, für ihn natürlich auch ganz wichtiges Item, der Adaptive Hand. So, ja. Der da ist, kann er halt so viel Schaden runternehmen. Dann Fox hat die ganze Zeit zu kämpfen mit dem Jarvan. Er spielt ja auf jeden Fall seine Stärke aus. Auf der Toplane wäre es nicht anders gewesen. Am frühen Spielverlauf ist Jarvan immer schon sehr stark. Oh, er hat predicted. Ah, und später wird er dann so ein bisschen abfallen. Aber sein Engage ist immer noch eine Stärke, die er nicht verlieren wird. Das ist halt echt krass, dass er aufgrund seiner Erfahrung quasi auch nicht getroffen. Dass er aufgrund seiner Erfahrung quasi dort ungefähr versucht einzuschätzen, wo der Jungler sich halt blind landet. Und es war ja nicht schlecht. Ja, er hat halt gerade was fast getroffen. Ihn hat auf jeden Fall von der Position sehr gut dort vorhergesehen. Da hat Gragas aber auch auf jeden Fall mitgerechnet, also auch er ist hier defensiv geblieben. Na, und Oddi, der will hier einfach Diamond Brocks komplett rausbringen. Der wird wahrscheinlich flashen müssen. Man stellt sich hier gut davor, um den Bauchhammer abzuwehren. Bekommt im Endeffekt aber noch den Flash und ein Red Buff wäre natürlich auch drin, wenn man hier Kikis im Zaum halten kann. Ja, gute Kommunikation. Jax jetzt unterwegs, jetzt aber Half-Life, der muss halt echt aufpassen. Ah, da hätte man sogar überlegen können, ob man selbst den Knallzapfen ausgelöst hätte, um... Stachos, will ich immer sagen, ihn zurückzuwerfen. Stachos. Ja, genau Stachos. Deswegen. Genau deswegen. Genau deswegen. Also, J wird ja eigentlich ja, sogar so ausgesprochen. Kira. Und das Stachos. Mhm. Diamantprox. Ja, Namen und ich, wir haben so unser Problem.
Ja, sehr schön. Also Audi hat ja auf jeden Fall bewiesen, wie man das Matchup spielen muss. Ja, und der will sogar nochmal auf die Top-Lane. Oh, dann muss er dann aber sitzen. Bedanken bei Jax, dass er eben mit am Start war. Verlangsamung ist da. Stun wird aber durchkommen und damit gibt es hier keine Möglichkeit, weiter einen Kill zu bekommen. Ja, da auf jeden Fall ist Deus gut gelöst. Und dann ist das Ganze noch relativ ausgeglichen. Ein bisschen ärgerlich für Jhin. Normalerweise, wenn du mit der Durans Ring-Variante startest, willst du halt für Lane-Pressure sorgen. Das Einzige, was du halt machen möchtest, ist halt pushen oder halt dein Q einfach in die Wave reinspammen, der da halt sehr effektiv ist. Skaliert ja auch ein bisschen mit AP. Also für ihn Dorans Ring auf jeden Fall ein legitimes Start-Item, um den Gegner unter Druck zu setzen. Problem ist, es hat natürlich ab Midgame halt nicht wirklich Wertigkeit für dich. Es gibt dir keinen AD-Schaden, es kann halt nicht für deine Autotext verwertet werden, es bringt dir für deine Ultimate nichts. Es ist halt bloß für die Lane gut, um Early pushern zu können, aber sie kommen nicht dazu. Ja, gegen Kalista funktioniert das einfach nicht und in der Mitte sehen wir hier Galio, der ziemlich viel Damage machen kann. Damit Prox ein bisschen spät da an der Stelle. Man wurde aber auch hart delayed im Jungle, muss man sagen. Und dadurch ist er auch noch Level 3 erst, während Oddi hier schon mit Level 4 rumstolziert und auch auf dem Weg Richtung Midlane gerade ist. Kira wird jetzt auf jeden Fall seine Träne fertig haben. Ich bin mal gespannt, was sich dazu holt, ob er für noch einen Saphir-Kristall geht. Ey, der Galio geht jetzt hier sogar noch auf Gragas und den möchte man einfach nur komplett aus dem Spiel rausbringen. Smite, ja, lohnt sich hier eher wenig. Man bekommt natürlich noch ein bisschen Leben dazu. Ah, Jax auch wieder auf dem Weg. Und wenig Mana für Oddi. Nur EQ-Kombo soll es da noch reichen, ansonsten hat er gleich ein Problem. Hätte hier nicht flashen können, weil er nicht ready hat. Jetzt kommt aber Galio. Thorn ist am Start. Er hätte es mit Flash verbinden müssen, um seinen Jungler da irgendwie retten zu können. Und damit First Blood für Gambit. Und im Endeffekt hat hier sich Lion das selbst zuzuschreiben. Das fühlt sich halt für Diamond Frog jetzt, glaube ich, richtig gut an. Die ganze Zeit wieder die Knight und jetzt kriegt er sogar das First Blood auf Jarvan, weil der halt keinen Mana mehr hat, bis zu deep geht, sein Flash halt dort fehlinvestiert hat. Ja, und damit ist das ganze Matchup jetzt wieder, oder das, was halt quasi an Arbeit geleistet wurde von Oddi, hinfällig. Denn er war im Level höher, Diamond Prox kriegt den Kill auf ihn. Es gibt halt so eine schöne Mechanik, nennt sich Catch-Up-Erfahrungspunkte. Dass du halt, wenn du jemanden tötest, der halt mehr EP hat als du, oder ein höheres Level, kriegst du halt extra Erfahrungspunkte. Was im Jungle für dich halt einfach hervorragend ist. Also auch wenn er natürlich goldtechnisch da die CS, die halt im Jungle gemobst wurden, nicht aufholen kann, ist ihm das aber trotzdem egal, weil er hat den Kill bekommen, er kriegt die Erfahrungspunkte, er ist halt offiziell jetzt vorne, obwohl halt denied wurde bei 1 gegen 1. Einfach nur, weil als Dayas halt, dass du mir ein Top-Lane-Matchup hatte und halt viel mehr rausbekommen konnte und halt viel, viel früher rotiert ist. Top-Lane kommt hier Camille auch noch relativ gut klar, aber irgendwann wird sich das Ganze drehen. Jax ist einer der bestskalierendsten Charaktere überhaupt. Natürlich skaliert auch Camille gut, aber nicht mehr so stark wie früher. Ich erinnere mich noch dran, wo sie rausgekommen ist und sie einfach immer gepickt wurde, weil sie so unfassbar stark war, sogar stärker als Fiora. Jetzt hier Alistair auf dem Weg Richtung Top-Lane, aber Camille ist mobil genug, um da wegkommen zu können. Ja, ist einfach durch den Norden gegangen und hat sich dort mit den Mobi-Boots natürlich jetzt auch wieder Richtung Botlane begeben. Könnte so ein bisschen Fehlanzeige jetzt sein, wenn man Alistair jetzt halt nicht mehr gesehen hätte. Jetzt hat man ihn hier nochmal gespottet. Ja, normalerweise, wenn du den anderen Top siehst, versuchst du jetzt die Wave reinzupushen und danach würde halt Lion auch selbst für den Lane-Swap gehen, bis er halt den Lane-Swap erwarten. War aber halt gar nicht der Fall. Sondern man will hier halt einfach bloß die Zeit ausnutzen, mit den Mobi-Boots oder All-In zu gehen. Das ist vielleicht für Jira die Möglichkeit, aber er ultet sehr spät erst. Da kommt Galio noch dazu, damit kann man viel Schaden auf Camille verhindern und der Key geht hier an Camille. Push-Möglichkeit dadurch auch gegeben. Galio versucht so ein bisschen zu helfen, einfach um die Wave zu klären. Wahrscheinlich wird Camille danach sogar in die Base gehen, weil man halt nicht weiß, wo der Rest des Teams von Gambit sich aufhält. Also wo gerade Galio ist oder ob vielleicht Cassiopeia schon auf dem Weg Richtung Top-Lane ist. Da wird der Ausgleich. Das war halt echt ganz schön knapp. Also wenn da die Damage Reduction nicht kommt von dem Galio und selbst mit der Damage Reduction, wenn da halt entweder noch ein W früher kommt von Stairs oder halt der dritte Auto-Tag, also mit der passiven vom Ultimate, dann ist das halt das Ende für Jira. Also so einfach ist es all irgendwie nicht. Aber natürlich nicht vergessen, dein Ultimate gibt ihm halt auch zusätzlichen Schaden. Ich denke, er hat es gerade ein bisschen spät gezogen. Hat aber genau so gereicht. Er hat sich ja in die Ecke reingestellt, noch versucht ein bisschen zu kiten und damit halt Auto-Tags zu vermeiden. So lange, bis das Galio-Ultimate wirklich durch ist. Und schlussendlich reicht es ja auch für den Kill. Galio selber ist natürlich so, ob der jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Farm hat in einem Lane, ist dem Champion halt an sich egal. Tanks profitieren halt davon, dass sie halt wenig Gold brauchen, um effektiv zu sein. Und sehr gut mit dem, ich sag mal so schön, sie skalieren halt mit dem Team. Sein Team vorne bist du als Tank super effektiv, sein Team hinten, naja, dann ist es halt auch als Tank relativ schwierig. Aber du kannst halt, ob du jetzt 3 Kills hast oder ob du halt nur 2 stehst, macht grundlegend nicht so viel aus. Deshalb kann er jetzt auch sehr viel für die Roams gehen und da hat er natürlich den Vorteil. So, Cassio hat keine Möglichkeit mehr zu kommen, wenn er halt sich einfach in die Sidelanes bewegt, um halt sein Ultimate dort zu nutzen.
Ja, natürlich will er auch in der Midlane eigentlich nur gegenhalten. Also er möchte jetzt nicht, wie du vorhin schon gesagt hast, im 1v1 gewinnen, kann er auch gar nicht. Er kann eigentlich Cassiopeia nicht alleine töten. Deswegen ist es mit ihm wesentlich wichtiger, auf anderen Lanes so ein bisschen zu helfen. Und solange du die Cassio einschränken kannst, dass sie dir nicht komplett davon rennt, ist alles cool. Ah, Gragas ist ja sogar im Gegner-Jungle unterwegs. Wird sich da vielleicht irgendwo stehlen können? Vor allem, sie können halt oben diven, am Start. Javin ist aber da und der spottet hier die Gegner durch die Wards, genauso wie Galio. Den Blue-Buff möchte man nicht abgeben. Der ist auch nicht resettet. Das hat ein 3 gegen 3. Smite an. Ah, Knock-up. Taunt ist da. Jax wird dadurch getroffen. Hat auch erstmal seinen Gepost draußen. Da kommt der Engage mit dem Kataklysmus auf Gragas. Der versucht zu flashen. Schafft es nicht. Schön, aber auch immer von ihm nochmal. Und damit sollte man hier Camille bekommen können. Die rennt wie ein Weltmeister. Schafft es nicht mehr wegzukommen. Ein 1 gegen 1 Stray Jungler gegen Toplaner. Und Lion, die stehen gar nicht mal so gut da. Das Scaling von Gambit ist extrem gut auf der Toplane in der Mitte. Damit später klarzukommen, wird schwierig. Ja, ihre Teamfights sind halt so ein bisschen clunky. Ne? Kassius ist halt so abhängig von der Ultimate in den Teamfights. Jhin wird halt in den Teamfights. Er ist halt auch so ein Champion, der halt im Teamfight effektiv gar nicht so viel Impact mit reinbringt. Also er kann halt einfach nicht wie eine Tristana oder wie eine Xayah stumpf Auto-Attacken. Sondern muss sich halt sehr gut überlegen, was er mit den Auto-Attacks anfängt. Und hat dann halt immer noch diese Nachladephase und so weiter. Achso, trotzdem ein bisschen problematisch. Lion hat halt auch gar keinen magischen Schaden. Galio natürlich, der macht auch immer noch guten Magic Damage. Aber da der Tanky gehen wird... Ich finde übrigens gut, dass man die Hitbox von Gragas genervt hat und er eben gerade noch mit dem auch mal alle drei getroffen hat. Also hier zeigt es halt einfach mal, wie stark diese Hitbox trotz allem noch ist. Gragas hat das hier auf jeden Fall gut geregelt. Mit dem Flash zwar nicht optimal. Ich denke, er wollte über die Wand kommen, dort gefahren. Aber dadurch, dass er halt den Bauchhammer danach setzen konnte, hat er halt den Kill noch gesichert. Und da kann Lion sogar noch froh sein, dass halt nur ein 1-zu-1-Trade herumgekommen ist. Also ich habe sie hier, ehrlich gesagt, in sogar einer schwierigeren Lage noch gesehen. Botlane, Lion hier sehr gut dabei. Sie haben aber auch die ganze Zeit die Lane-Pressure, also da kann Jhin wenig gegen machen. Natürlich hilft Dorans Ring auch hier. Du bist zwar nicht selbst derjenige, der aggressiv pusht, aber du kannst trotzdem schneller die Wave clearen und hast mehr Mana zur Verfügung, was dann bedeutet, du kannst besser gegenhalten. Langsam wird es aber echt knapp mit dem Turm, weil der ist jetzt schon auf 10% runter. Der sollte beim nächsten Mal auch fallen. Und das Problem ist halt, dass es ein Turm ist, der fällt halt für sich alleine. So, es ist halt nichts, wo du jetzt Objectives tradest oder halt einen Lane-Swap machst und oben vielleicht einen Turm ein bisschen später bekommst. Nee, es ist einfach ein Turm, der weg ist und nichts, was du vom Gegner bekommst. Ja. Das ist sehr unangenehm, vor allem wenn der Turm erstmal fehlt, kannst du halt gut Plays über die Botlane machen, um den Drachen halt noch zu securen. So, der Feather Drake schon nicht verkehrt. Schön. Das war ein sehr, sehr schöner Dash, damit komplett den Jax Gank bzw. Roam gerade komplett die Knight. Und Jax ist wieder auf dem Weg Richtung Toplane. Es ist gerade nicht so angenehm für ihn, aber er wird irgendwann Camille outscalen. Und er liegt auch farmmäßig vorne. Kira hat sich halt so ein bisschen verraten. Also er hat halt angekündigt, dass dort quasi der Gank kommt, nicht nur, dass Jax halt auch vorher gesehen wurde. Er hat halt auch seine Spielweise gerade angepasst. Das finde ich halt immer, das ist eine Sache, die halt schwierig ist als Midlaner. Wann gehst du halt wirklich aggressiv und wann stehst du passiv? Denn viele haben die Eigenart, auch im Solo-Queue merkst du es halt ganz genau, die stehen halt super defensiv, die farmen nur. Und genau das hat Kira die ganze Zeit gemacht, weil er wusste, okay, ich kann halt Galio eh nicht solo töten, warum soll ich meinen Mana verschwenden, wenn ich halt auch einfach safe farmen kann, um da kein CS zu wasten. So, und kaum kommt halt der Gank seine Reichweite, setzt sein Q sofort offensiv, bevor der Gank da ist. Du weißt ganz genau, ah, okay, da kommt jetzt wahrscheinlich ein Gank. Ansonsten würde der Junge halt nicht offensiv gehen. Mal gucken, was hier gerade kommt. Man versucht auf jeden Fall einen Höllendrachen zu nehmen, was für das Scaling von Lion auf jeden Fall nicht verkehrt wäre. Man bekommt den auch. Gambit kann da noch nichts gegen machen. Wie du am Anfang des Spiels schon gesagt hast, die Teamfight-Comp von Lion, die ist nicht schlecht. Sie haben auch gute Möglichkeiten, ein Ziel zu fokussieren und den rauszunehmen. Die Frage ist, ob es reichen würde in diesem Spiel. Wenn Gambit hier gewinnt, gibt es, glaube ich, noch die Chance, dass wir einen Tiebreaker-Game haben. Ja, theoretisch schon. Also in beiden Gruppen möchte ich ja noch die Chance, um den zweiten Platz im Tiebreaker-Game zu bekommen. Wenn Lion jetzt gewinnt, dann sind sie halt super safe. Und Steos, der will jetzt 1 gegen 1, hat aber gar nicht so viel Mana. Bin gespannt, ob es ausreichend wird. Und Galio kann sich halt auch sehr, sehr schnell Richtung Topside bewegen. Er hat Ultimate auch parat. Aber Gragas ist noch unterwegs. Oh, er ist in einer guten Position. Ja, das schöne Ultimate ist halt. Schönes Schild. Null und nichtig. Einfach ein schönes Schild. Oh, nice. Camille abgebrochen. Sie versucht mit der Ulti jetzt selbst ein bisschen zu kontern. Einfach, um Gragas erstmal rauszuhalten. Tower Dive ist aber trotzdem da mit dem Fass. Holt man sich den Kill. Galio kommt noch dazu mit der Ulti. Aber Camille konnte man trotzdem nicht beschützen. Ja, Sneaky gemacht von Steos, der geduldig gewartet hat. Und dort es dann auch gut eingesetzt hat. Dann ganz wichtig, dass er halt nicht erst mit dem Q raufspringt, sondern er ist halt quasi zwischen die... Sag ich mal, zwischen die Randzieh-Reichweite, also zwischen halt diesen Haken, der an die Wand geworfen wird. Ja.
von Camille gelaufen, damit er halt genau, wenn sie im Flug ist, er bewegt sich ja nicht so schnell, sie dort stunnen kann. Und damit halt einfach diese komplette Distanz dort, diesen Gap Close einfach unterbinden kann. Also hier von ihm sehr gut vorbereitet, das Ganze. Und Galio ist zwar noch geultet, aber da war es schon zu spät, die letzten 10 Leben. Da schützt sich halt die Damage Reduction auch nicht mehr vor dem Gragas Ultimate. Damit hier auch der Solo-Kill. Okay, es war kein Solo-Kill, es war der zweimal Kill. Da muss man doch fair sein. Ja. Und die Gragas-Ulte hätte man es auf jeden Fall nicht mehr geschafft, da den Kill rauszuziehen. Botlane ist der Tower immer noch nicht down von Gambit und so langsam rotieren sie runter, um sich selbst den Turm zu holen. Jhin natürlich nicht der beste AD-Carry, was das angeht. Einfach wegen der Nachlademechanik. Aber man muss auch sagen, Kalista ist da drin auch nicht gut. Ihre AD-Verwertung ist halt einfach nicht die beste. Deswegen ja, ist sie auch so textbelastig. Und dann ist sehr, sehr lange Mist. Jetzt kommt auch nochmal dort das Fragezeichen. Hier kann man wahrscheinlich sehr schnell jetzt auf den Lane-Swap reagieren. Man will jetzt natürlich für Jira dieses Matchup, dass das schlecht für ihn läuft, so ein bisschen erleichtern für ihn, indem man ihn halt mit dem Lane-Swap dort entlastet. Das wird jetzt von den Gegnern vorausgesehen. Das ist aber absolut logische Konsequenz. Der Gegner zeigt sich halt nicht auf der Bot-Lane, muss also für einen Lane-Swap gehen. Ja, für Jax ist es halt auch Kommando, bloß nicht reingehen. Du weißt, dass irgendwo was schief läuft. Die warten mal bestimmt schon im Busch irgendwo, um mich zu punishen. Also das ist hier von Gambit auf jeden Fall super gemacht. Sie haben alles vorhergesehen, alles richtig dort beantwortet. Aber jetzt die Möglichkeit noch für Lion eventuell für den Herald zu gehen. Ja, wollte gerade sagen, also Jira, wenn er jetzt backportet, wäre gar nicht so die clevere Idee. Control wird wirklich gestellt, nimmt sie nochmal die Sicht. Aber das weiß eigentlich auch Gambit und man versucht hier jetzt selbst jemanden zu catchen. Oh, oh, schöne Ult von Cassiopeia, trotzdem wird das nicht reichen, für Kirom da rauszukommen. Aber man übernimmt dafür den Sneak jetzt den Herald. Herald. Ja. Der ist auch noch nicht fertig, jetzt haben sie es bekommen. Alle engaged, man hat den Herald halt einfach dort wohl offen gelassen, so einen Kill zu tauschen. Das Problem ist, dass niemanden um die Midlane jetzt zu verteidigen. Und ein Wave Kill sieht halt auch relativ traurig aus. Das ist ja auch eine gute Antwort jetzt von Lion, die halt einfach die Midlane durchpushen wollen. Sollten sich auch beeilen, dass sie jetzt gegen den Herald nicht eventuell das Third First Blood verlieren. Das sollte ich aber reichen, das Third First Blood. Ja, auf jeden Fall. Aber wobei. Ja, selbst wenn, also du kannst jetzt halt einfach sagen, wir schicken Camille auf die Botlane und die macht es da zu Ende. Jetzt kommt die Jhin Ult, um nochmal einen Slow rauszubringen. Die Gegner zur Zone re-engagen kann man hier an der Stelle einfach nicht. Kira ist zu wichtig. Also ohne Kira fehlt einfach der kontinuierliche Schaden. Ah, es war auch bitter für ihn. Also hier ist halt einfach die Mechanik, dass wenn Braum sein Ultimate gestartet hat, gibt es nichts, was ihn aufhalten kann. Ja. Egal, ob du halt ein Bart-Ultimate trifft, egal, ob du ihn stunst, egal, ob du ihn silenced. Und es war ja wirklich so. Er hat sein Ultimate angefangen und er wurde halt quasi in der Ausführung, während er hochgesprungen ist, wurde er gestunt. Aber es kommt halt trotzdem durch. Und der Knock-Up plus der Slow, der hinterher erfolgt, war für Kira einfach tödlich. Verhängnisvoll. Obwohl er sein Ultimate noch gut eingesetzt hat. Aber Gantix hat einfach ein kleines Stück besser mit seinem Champion. So, jetzt auch das Turret First Blood bekommen. Ah, der mittlere Turm wird jetzt auch nicht mehr lange standhalten, wo man dabei Zeit in die Rotation findet mit zwei, drei Leuten in die Mitte. Wird Cassiopeia nicht gegen machen können. Ich bin schon sehr angeschlagen. Die Frage ist, wie kann man den Herald jetzt einsetzen? Das war zumindest eine gute Reaktion. Ja. Man wusste, dass Kira halt einfach so, du kannst ihn halt nicht retten. Es war keine Möglichkeit da, nachdem er dort einfach einmal zu weit vorne war, ihm noch zu helfen. Und den Herald dafür zu bekommen, ist kein schlechter Tausch. Also wäre es jetzt nur Herald gegen diesen Kill gewesen, dann wäre es wahrscheinlich sogar ein überguter Tausch für sie gewesen. Im Endeffekt ist ja ein Herald, also ich verrechne ihn immer so als ein Turm. Und ja, ein Turm gegen den Kill tauschst du halt immer gerne. Ist im Durchschnitt wirklich genauso. Du willst halt einen Midlane-Tower normalerweise bekommen, aber wir haben auch schon die Möglichkeit gesehen, dadurch auf einer Side-Lane einfach zwei Türme zu holen oder so. Manchmal kriegst du auch gar keinen. Also Pi mal Daumen ist es eigentlich immer einer, wenn man es gut macht. Und die Gegner darauf reagieren können. Der wird 4 Minuten halten. Also man muss ihn irgendwann so versuchen, ein bisschen einzusetzen. Nicht so wie mit Lee Sin. Wir hatten ganz am Anfang noch ein paar Spiele, wo Leute ihn aus Versehen bei einem Warjump einfach platziert haben. Auf der Botlane wäre die Tower-Dive-Möglichkeit da gewesen. Aber auch Jarvan ist am Start. Dadurch hält man sich hier noch so ein bisschen zurück. Oh, davor die Ward gestellt, um auf Nummer sicher zu gehen. Wenn der Jarvan halt da ist, dann willst du nicht diven. Wenn du einmal nur im Turm stehst und Camille dich ultet, ja gut, dann hast du halt wenig Möglichkeiten. Eventuell noch Gragas, der sich halt aus dem Ultimate raussteuern kann. Denn auch Camilles Ultimate ist ja relativ einzigartig. Und du kannst es halt nur auflösen, diese Zone, aus der du dich halt nicht rausbewegen kannst, wenn du sie selber aus der Zone entfernst. Mhm. Ah, da war der Versuch da. Oh, dann schön ist am Start, aber auch gut gekontert gleichzeitig mit der eigenen Ult. Den Kill kann man vielleicht noch bekommen, wenn man es richtig runterspielt. Auf jeden Fall ist jetzt auch Gragas da. Galio kommt dazu, mit dem Knockup schneidet hier Gragas den Weg ab und der wird fallen. Flash nochmal rüber und da kommt aber noch der Flashdown von Galio. Damit könnte es ein Double Kill werden. Stayos aber über die Wand und Jiral geht hinterher. Das ist natürlich sehr schön, wenn du halt mit dem Stun von Camille auf einen Gegner zuspringst, kriegst du extra Reichweite dazu. Ist halt kein Champion da, dann hast du halt bloß so eine ganz, ganz kleine Reichweite.
Aber dadurch, dass er jetzt hinter die Wand gesprungen ist, reicht dann die Distanz dann aus, um da auch noch den Kill zu bekommen. Ein bisschen lästig natürlich, dass Diamond Prox sich dort in Richtung seines Kollegen bewegt. Da hätte er sich dort getrennt und einfach gesagt, okay, jetzt ist Galio noch da, der kann den Flash gehen. Dann gibt er quasi sein eigenes Leben auf, aber rettet eigentlich Steos damit. Ja. Als er ist quasi sehr egoistisch gerade gewesen, dort sich selber retten zu wollen, was gar nicht mehr möglich war. Und hat damit quasi seinem Kameraden auch noch das Leben gekostet. Was natürlich nicht so schön ist. Das sind natürlich Sachen, die sind sehr schwierig vorauszusehen. Aber auf dem Profibereich, wenn du halt weißt, dass der geile Flash hat, dann weißt du, du kommst da nicht mehr raus und dann brauchst du halt deinen eigenen Flash auch gar nicht mehr investieren. Wenn du halt weißt, du bist, egal was passiert, du bist so oder so tot an der Stelle und statt zwei Kills wäre es dann halt bis einer gewesen. Obwohl Jax vielleicht auch hätte wegkommen können, wenn er selbst ein kleines bisschen anders gelaufen wäre, aber... Klar, das wäre auch eine Möglichkeit. Genau, also ich gebe dir trotzdem recht, wir haben hier auch gerade jetzt den Fall, dass man noch einen Tower getradet hat. Der Drache ist natürlich nochmal ein bisschen besser, die Situation insgesamt war für Lion ein kleines bisschen besser. Allerdings wird man jetzt den Midland T1 Tower durch den Herald verlieren und das... Bringt ja mit wieder gut zurück ins Spiel. Der fällt ja auf jeden Fall, da kannst du wenig gegen machen. Und es ist noch ziemlich ausgeglichen. Also wenn die bisherigen Spiele heute im Hinterkopf haben, dann ist das hier auf jeden Fall eins der ausgeglicheneren. Den Harold muss ich gerade auch wieder an Sola denken. Mach doch mal die Augen auf. Fäng dem einen Auge ja, auf. Wenn das Auge auf Rücken mal aufgeht. Gut. Es ist halt einfach zutreffend für alle Lebenslagen. Tja. Sola ist halt weiser, als wir wahrscheinlich denken. Bitte versuchen, jetzt mal ein Engage zu finden, aber schön, dass Sidestep hier dadurch nicht verlangsamt worden durch Braum und die Ult von Kalista ist erstmal draußen. Ja, aber ja, hier von Jhin auch, also er hat sich da nochmal ein bisschen zusätzlich Movement Speed gegönnt, damit er auch besser Sidesteppen kann. Aber auch noch besser, er muss sein Heal ziehen, als dass er sein Flash investieren muss. Okay, also. Ja, Adaptive Helm ist mittlerweile fertig bei Galio. Es gibt natürlich jetzt etwaige Resistenzen und auch passive Effekte gegen die Cassio. Dadurch, dass halt der wiederkehrende Schaden, den du erleidest, wiederkehrende magische Schaden, wohlgemerkt, dort nochmal um ein paar extra Werte reduziert. Oh, schöner Jax. Counter von Camille an der Stelle. Und das ist der Key für Camille. Das war gut gespielt. 1 gegen 1 mit dem Stun zu engage in the turret ist halt... So gut gespielt. Holy moly. Frage ist, war es jetzt gut gespielt von Camille oder war es halt einfach nur schlecht gespielt von Beides. Ja, es ist halt wirklich nicht die beste Idee, zu Towerdiven als Jax. Vor allen Dingen, weil Camille halt auch ein Champion ist, der immer gute Antwortmöglichkeiten hat und dich da sehr lange drunter hält. Und er ist klar, er ist ein paar am vorne, aber er hat einige Kills jetzt abgegeben und Camille hat einige Kills bekommen. Er ist halt nicht so weit vorne. Sie hat halt ihren Power Spike über Trinity, genauso wie er, hat dann noch ein Tiamat dazu. Und du kannst als Camille halt den Stun dodgen. Oh, Top Lane, sag ich schon, Bot Lane. Auch nochmal ein kleiner Dive-Versuch. Raum ist am Start. Passiv von ihm kann man gleich wieder auf Gragas setzen. Man zieht sich aber trotzdem nochmal zurück und da kommt Lion jetzt so langsam aber sicher wirklich gut ins Spiel. Trotzdem muss man sagen, auch durch die defensive Bildvariante von Galio fehlt es halt einfach an magischem Schaden. Also wirklich komplett. Ja, es kommt ja über die Kalista-Passive quasi noch ein bisschen was mit dazu. Wenn man die dann gegebenenfalls mit Braum einsetzen kann. Bei Camille hast du, das darf man halt auch nicht vergessen, auch noch einen ziemlich hohen True-Damage-Split mit dabei im Late-Game. Und allgemein so ihre Teamfight-Abilities halt. Wenn du einen Gegner fokussieren kannst, was ja wirklich gut funktioniert mit Jarvan und Camille, dann ist auch egal, woher der Damage kommt, weil du ihn halt meistens trotzdem bursten kannst. Und Jhin oder Cassiopeia sind jetzt nicht gerade Ziele, die durch viel Rüstung glänzen. Wir sehen aber trotzdem bei Jhin die Ninja Tabi, die natürlich nicht verkehrt sind an diesem Matchup. Die Attack-Speed-Boots stehen ihm auch nicht ganz so gut wie andere. Ja, er kriegt halt auch ein bisschen Damage dazu. Ist in Ordnung, ja. Also seine Attack-Speed bleibt ja gleich, aber er kriegt für Attack-Speed quasi normalen Schaden mit dazu. Ist gar nicht so verkehrt. Aber ich finde Ninja Tabi ist da vollkommen okay. Also bei Jhin dann halt sehr, sehr oft unterschiedliche Varianten. Ich finde mal halt einfach die Kombination. Galio. Aus Camille und Galio. Oh, der ist gerade ziemlich hochgeflogen, der Jax. Dann versucht man so ein bisschen zu kontern. Man flasht nochmal für den Last Hit. Hätte man auch versuchen können, ein bisschen anders zu spielen, aber... Hätte halt versuchen können, dann einfach zu treffen. Genau deswegen. Das wäre natürlich eine Option gewesen. Ah, schön vorbeigesegelt. Flash regelt da aber an der Stelle. Ich meine, wäre Steos da jetzt sogar geflasht, wäre er wahrscheinlich sogar rausgekommen. Ja, ziemlich schade. Aber er hat sich da geistig, glaube ich, einfach schon aufgegeben gehabt. Nicht damit gerechnet, dass Jira seinen Stun dann so hart an ihm setzt. Und da sind wir nochmal in der Mitte mit der Braum-Ulti. Der landet hier mit dem Gesicht an der Wand. Aber Jhin muss zumindest flashen. Damit ist er deutlich anfälliger für einen Engage. Ja, da haben wir wieder so dieses Dilemma von einem immobilen AD-Carry in der Kombination. Du wirst halt einfach jedes Mal Engage, wenn du alleine bist, hast du keine Möglichkeit, irgendwas gegen zu machen. Na, Xayah, der ist das egal. Wenn da die Ultimates kommen, dann ultet halt einfach selber, ist fein. Civil Special Shield, Tassana nutzt Rocket Jam, es gibt so viele Möglichkeiten. Aber als Jhin, hast du halt keine Möglichkeiten. Jhin ohne Flash ist halt ein gefundenes Fressen für Camille, Jarvan mit Galio kombiniert. Ja. Der
der muss jetzt halt darauf hoffen, dass so lange sein Flash down ist, halt dann überhaupt nichts passiert, was ihm irgendwie gefährlich wird. Er hat zwar auch die Schaden dabei mit dem Crit-Bild. Der Crit ist halt auch nicht verkehrt, weil er dadurch ein bisschen Movement-Speed bekommt. Also Warlords und Crit ist halt eine Möglichkeit, wie er besser sidesteppen kann. Aber mehr halt auch nicht. Also wenn die Gegner richtig spielen und er irgendwie einen Slow schon drauf hat, dann wird er auch nicht mehr wegkommen. Da gibt es einfach zu wenig Möglichkeiten. Und ein Alistar kann zwar immer die Gegner zonen oder halt versuchen zurückzuwerfen, aber so ein Mikael zum Beispiel willst du halt auch nicht direkt auf ihn bauen, was Jim bräuchte. Und er will auch kein QSS haben. Also es ist da sehr, sehr schwierig, mit den meterlastigeren AD-Carries mitzuhalten. Und es war eigentlich, wenn ich mich nicht irre, Xayah noch offen. Sie waren nicht in der ersten Rotation gebannt. Ja. Ja, stimmt. Sie haben ja die AD-Carries in der ersten Rotation, glaube ich, gepickt, ne? Aber in der Combo, ja doch, Xayah wäre nicht so schlecht gewesen, aber auch nicht so gut. Also ich gehe stark davon aus, dass halt einfach Gambit dort mit diesem Split-Push einfach dort das Ganze regeln möchte. Und dass sie halt bei Jhin einfach viel mehr Sicherheiten haben. Xayah, okay, das stimmt. Beim ersten Mal bist du halt engaged, weil der Gegner dich diven, da ultest du und beim zweiten Mal kommst du nicht raus. Vor allem, weil Xayah halt gegen Jarvan auch so ihre Problemchen hat. Ja, sie ist kurz untargetable, aber wenn der Kataklysmus schon ausgelöst wurde, kommst du halt mit dem Ultimate von Xayah trotzdem nicht über die Wand rüber. Jhin kommt halt auch nicht rüber, aber Jhin hat zumindest die Range mit der Ult, da gebe ich dir recht. Und das war halt auch so eine Kombo, die wir oft gesehen haben in Korea unter anderem, auch im letzten Split mit Rumble und Jhin, die halt über eine super hohe Reichweite einfach die Engage-Möglichkeit hatten. Also was ich mir hätte halt vorstellen können in dem Szenario, wäre halt eine Sivir gewesen, aber bei Sivir wäre halt wieder das Problem, dass du halt eine Lane zu hart auf den Sack bekommst. Das ist halt für sie halt einfach der Deal, den sie halt kriegen müssen. Sie sind Kalista gegen sich, aber sie müssen sich halt überlegen, okay, welcher Champion bringt mir halt Wave Clear irgendwo ein bisschen mit? Welcher Champion bringt mir Sicherheit mit gegnerischen Kommen und welcher Champion kriegt halt dich zu hart auf den Sack auf der Botlane? Und da war Jhin, glaube ich, so halt einfach der halt alles so ein bisschen erfüllt. Nicht so richtig perfekt, aber auch nicht zu hart verliert. Für sie also so eine Art Notlösung. Deswegen hat es mich auch so ein bisschen gewundert, dass man Kalista hier hat durchkommen lassen. Also, dass man sie nicht gebannt hat auf Seiten von Gambit, aber gut, wahrscheinlich hat Lion einfach so viele gute Möglichkeiten. Der Champion Pool von White Lotus ist ja jetzt wirklich nicht schlecht. Bisher hat er auch ziemlich gut gespielt in den Games. Da steht nur 1-0-0, die meisten Kills liegen bei Camille. Aber das ist auch gut, weil sie dadurch jetzt in diesem Modus ist, in dem sie wirklich Split pushen kann und die Gegner halt zwingt, sich aufzuteilen und damit auch ihre Teamfight-Stärke nicht auszuspielen. Galio kann ihr viel Schaden verhindern, flasht sogar nochmal auf Jhin, um den so gut es geht zu bestrafen und die Follow-Up-Möglichkeit zu bieten. Da kommt Camille dazu mit dem Teleport, genauso wie Jax. Der kann jetzt nochmal reinjumpen, der Stun ist gut, genauso wie es fast. Galio muss jetzt mit der Ult hinterher her, dreimal Knock-Up, man geht hinterher mit der Jarvan-Ult. Wird hier wahrscheinlich auch Edward bekommen, der geht als erstes down und White Lotus steht nicht schlecht, rausziehen von den Speeren, ist gleich wieder ab. Damit sollte man dann wahrscheinlich Kira bekommen können. Jarvan wieder am Start. Nächster Kill. Triple Kill insgesamt, wenn ich mich nicht irre. Jo. Und der letzte Überlebende ist hier Blasting, der auch noch abgeholt wird. Und damit ist das ein Ace für Lion. Ja, das dürfen sie ja nicht machen. Wir haben es angesprochen. Lions Teamfight-Kombo ist halt einfach deutlich stärker. Und für einen direkten Teamfight zu gehen, ist das sehr, sehr schwierig. Kira kam ein bisschen spät mit dazu, konnte aber noch ein bisschen was an Impact mit reinbringen. Da war es aber eigentlich schon vorbei. So, Blasting hat halt nichts zur Verfügung gehabt, muss sich halt sehr defensiv in diesem Teamfight halten. Kalista ist da halt der absolute Gott. Auch Jira. Na, Jira ist gar nicht so viel stärker als Jax, aber er bringt halt im Teamfight einfach dieses Ultimate-Potenzial mit. Wurde hier auch wieder schön kombiniert mit der Galio Ultimate, also er hat halt wirklich länger überlebt. Ich hätte sogar gedacht, er stirbt noch an der Stelle, dass man den Teamfight gewinnt, aber Jira trotzdem abgibt, aber er hat es halt wirklich überlebt. Ja, aber ne, was soll Jhin machen? Da kommt halt Galio, der taunt ihn, da muss er erstmal rausgehen. Glück für ihn, dass der Knock-Up ihn nicht trifft, weil sich halt Edward da vorstellt und den halt noch dort auf sich nimmt. Deshalb kommt Blasting da erstmal gut raus, oben wird halt Diamond Fox aber festgehalten, kann immerhin Camille Ultimate canceln, indem er sich halt rauskatapultiert. Aber Galio kommt trotzdem mit einem dreimal Knock-Up und jetzt Kira ist da, nochmal mit einer schönen Ultimate. Interessanterweise kommt da auch der Stun durch auf Gendix, der halt eigentlich rückwärts läuft, aber wenn du halt das Schild da vorne hast, bist du halt quasi immer dort mit dem Gesicht zu Cassiopeia. Und Galio tankt das dann einfach. Der übernimmt die Agro und dann läuft das Ganze auch ganz smart. White Lotus kann machen, was er möchte. Niemand kann ihn wirklich bedrohen. Und damit ist er der Carry in diesem Teamfight. Und wahrscheinlich auch der Carry vom Game. Insgesamt jetzt mit einem Quadra-Kill kommt er halt erstmal richtig, richtig gut jetzt in Fahrt. Er kriegt den Nasher oben rauf. Er hat halt einen 50 CS-Vorsprung. Alles spricht dafür, dass er jetzt die Zügel hier in der Hand hat. Ja, und das war halt auch sehr gut. Also man hat ihn eben einfach perfekt beschützen können. Er hat zwar auch geflasht, aber für sich hat man hier das richtige Positioning gehabt. Und das ist halt wichtig. Wenn du schon keinen magischen Schaden hast und dein Ziel ist, einen Gegner nach dem anderen rauszunehmen, dann ist Kalista für sowas extrem gut. Er hat immer wieder die Möglichkeit, die Speere rauszuziehen, kriegt einen Reset und dann hat sich die Sache erledigt.
Und es ist auch sehr schwer, ich dachte, jetzt kommt so ein ultraweiser Spruch. Wenn du schon keinen magischen Schaden hast, dann brauchst du eben mehr normalen Schaden. Dann true damage. Dann brauchst du einfach mehr normalen Schaden, um das auszugleichen. Ja, es ist auch tatsächlich so, dass meistens das Team, was gewinnt, das bessere Team ist. Ja, das doch, ist denke krass. Ich auch. Ich denke auch, dass du, wenn du einen Kill machst, dann doch meistens mehr Gold bekommst. Manchmal tötest du dabei sogar Leute. Ja, aber Schaden ist halt besser als Damage. Das ist richtig. Schaden ist immer besser als Damage. Ach ja, Weisheiten. Ja, und weise ist es vielleicht auch, hier nicht reinzugehen, weil zwei Mann doch ein bisschen zu gefährlich sind für Jira. Aber Galio kommt noch dazu und der versucht natürlich seinen CC zu nutzen, dass er rauskommen kann. Das reicht. Jetzt nur noch Galio derjenige, aber der hat ja genügend Leben, um das Ganze auszuhalten. Den juckt das gar nicht. Hatte ich ein Leben verloren in der ganzen Aktion. Komplett egal. Wave Clear auch nicht wirklich vorhanden, das hast du vorhin schon angesprochen. Da sieht es ein bisschen schwierig aus für Gambit und man verliert dadurch den ersten Tier 3 Tower an der Stelle. Baron hält noch ein kleines Waldchen. Ja, einmal hinten sein für Gambit ist halt für sie der absolute Knickbruch. Sie haben kaum Möglichkeiten, sich jetzt von diesem Rückstand noch zu befreien. Sie haben halt kaum Möglichkeiten, das Game zu stallen. Dafür haben sie halt viel zu wenig Faktoren. Der Splitbush war halt ihre einzige Hoffnung. Und der Jax, der halt mittlerweile 1-5 steht, ist zwar gar nicht so weit behind im direkten, also war bis eben nicht ganz so weit behind gegen Camille. Sie hatten halt beide Titanic, sie hatten halt beide Trinity und sie hatten beide Ninja Tabis. Aber jetzt mit dem Nasher und mit dem Farm, den Camille wieder aufholt, negiert sich das Ganze halt irgendwo. Ja. Und du kannst ihn halt auch in der Situation, wenn er seine Basis belagert, wird er halt auch nicht mehr wirklich in den Push mit reinschicken. Das wird alles natürlich für Gambit jetzt ein schwieriger Faktor sein, da vorbeizubekommen. Ich habe auch das Gefühl, sie haben halt keine Lösung für Galio parat. Niemand, der ihn halt schnell genug schreddern könnte. Da beißt sich halt wieder die Zähne aus. Ja, ja. Kannst du echt wenig gegen machen. Und vor allen Dingen, weil er halt auch selbst die Damage Reduction bekommen kann. Also wenn du dein Schild channelst, hast du halt auch weniger Schaden und kannst damit sehr, sehr viel abhalten. Gambit hat zwar einen kontinuierlichen Damage mit Cassio, aber es reicht halt nicht. Da wäre ein zweiter Hyper-Carry vielleicht nochmal eine Möglichkeit gewesen. Hätte aber mit Alistair nicht so gut funktioniert, weil wenn du sowas wie Kog'Maw zum Beispiel spielst, willst du eine Lulu oder Jenna oder so am Start haben, hat man sich schon sehr früh selbst so ein bisschen eingeschränkt. Hier nochmal der Engage-Versuch. Man catcht Gragas so ein bisschen mit dem Taunt, der kann noch flashen. Aber auch immer wäre da nicht möglich gewesen. Ja, Olli hier stellt sich ja direkt davor und blockiert das Ganze. Sehr clever. Das ist natürlich Segen und Fluch zugleich. Natürlich geil, dass du den Gegner leicht treffen kannst mit dem Bauchrammer, weil er halt so eine große Hitbox hat. Aber natürlich blöd, wenn sich jemand mal davor stellt, du halt nicht escapen kannst, wenn die Hitbox so groß ist. Da wünscht sich der dicke Mann noch manchmal eine schmalere, eine schönere Teil. Da kommt schon wieder der Galio-Ult, ist wieder ready. Damit kannst du hier sogar fast instant den Kill auf Jax holen. Der versucht nochmal rauszuspringen, schafft das auch fürs Erste. Galio immer noch super tanky und Camille, den Schaden, den sie hat sie auch vorher schon bekommen. Man geht weiter hinterher, schöner Stun nochmal. Ein Auto-Tag, dadurch ist die Braun-Passive ausgelöst. Der Kill geht an Kalista. Und Galio, der ist noch nicht fertig. Der steht hier vorne einfach rum und die ganze Zeit ist er full life. Jetzt fängt er an, Damage zu bekommen, auch nur weil der Turm dabei ist, taunt. Nochmal auf Gragas, der erste Inhibitor ist down. Und damit könnte man Richtung Drachen oder Mitte rotieren. Oh, Galio, cooles Champion-Design. Ja. Na, wenn man sein Damage schon anpasst, dann halt wenigstens die Tankiness genauso lassen, wie sie vorher war. Gambit, die versuchen jetzt natürlich auch nochmal irgendwie verzweifelt was rauszukommen, irgendwelche einzelnen Catches. Es ist natürlich nicht die beste Idee, jedes Mal auf Camille zu kollapsen, weil jedes Mal das Galio Ultimate mit dazukommt. Oftmals sagt man ja, dass wenn du halt falsche Dinge öfter tust oder wenn du Fehler öfter machst und dumme Sachen halt ganz oft machst, sehen sie halt irgendwann schlau aus. Wenn du sie halt ganz, ganz oft machst, habe ich nicht das Gefühl. Sieht immer noch nicht gut aus. Yep. Es funktioniert halt nicht wirklich. Man baitet halt auch immer so ein bisschen mit Camille. Was heißt man baitet? Also sie ist halt sehr gut im Split pushen und Jax kommt alleine gegen sie nicht klar. Man hat bei Lion aber den Galio, der halt einfach Notfall mit der Ult dazukommt. Die Cooldown ist jetzt auch nicht so hoch. Und dadurch kannst du das Ganze einfach perfekt umdrehen. Die Gegner öffnen einfach den Fight praktisch für dich und du brauchst nur noch reagieren. Und das funktioniert bisher einfach extrem gut. Mich freut, dass man bei Galio vor schon einer ganzen Weile jetzt den Damage angepasst hat. Weil wenn der Damage immer noch so wäre wie früher, wäre es halt komplett ridiculous. Aber so ist es in Ordnung. Der Damage ist nicht mehr ganz so hoch. Tankiness ist dafür immer noch gegeben. Ich glaube, es gibt keinen, der von der Tankiness wirklich mithalten kann. Momentan nicht. Einfach auch wegen der Damage Reduction, die er sich selbst geben kann. Ja, das stimmt schon. Das ist natürlich auch immer phasenweise so ein bisschen. Ja, das stimmt. Aktuell fehlt es auch so ein bisschen in Frontline. Also Gragas ist zwar schon tanky, aber er ist halt eher tanky dadurch, dass er die Gegner ein bisschen CC'et. Der Itemrückstand, der hilft ihm natürlich auch nicht wirklich. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass Jhin halt hier wirklich Impact bekommt. Er hat auch null Assists bisher.
Aber ja. er kommt halt nie in ein Team weiter zu Schaden zu fahren, weil die Frontline halt einfach zu big ist. Es fühlt sich halt einfach nicht gut an, wenn du so ein Jin gegen so ein Team kommt, dann im Team hast. Er ist halt gerade so nutzvoll für sein Team wie ein richtig schön warmes Oettinger Radler. Die Vergleiche sind auf jeden Fall on point. Bisher läuft Solheim wirklich sehr, sehr gut hier gerade und es sieht so aus, als würde es nicht zu einem Tie-Game kommen, zu einem Tiebreaker. Zumindest nicht in der ersten Gruppe, die andere hat ja dazu noch ein paar Möglichkeiten. Und Gambit muss nachher auch nochmal ran. Das wird halt auch für sie sehr interessant werden gegen Team WE. Ja gut, das wird dann, glaube ich, direkt Gage. Ich glaube, der packt genau dann einfach Prestige-Picks aus. Schöner Stun hier nochmal auf Diamond Prox. Der hat zwar nochmal den Schild durch Lockit, kommt aber trotzdem nicht raus. Knock-up sitzt durch die Braum-Ultimate. Alistar kann viel Schaden aushalten mit seiner Ulti, aber es reicht ja einfach nicht. Da kommt auch nochmal Galio dazu. Knock-up trifft zwei Mann. Jax und Alistar damit beide down. Auch Cassiopeia, die wird hier nicht mehr rauskommen können. Guck mal, Jin. In der Zeit, ja. Halt auf 10%. Er versucht es halt, aber er schafft es nicht. Es könnte Penta werden. Penta-Kill hier an der Stelle für White Lotus. Es ist der erste in diesen Planes, wenn ich mich nicht irre. Schön gemacht von Jira. Der hält ihn halt die ganze Zeit noch auf der Stelle. Opfert fast sein eigenes Leben. Aber sind wir mal ehrlich, der Schaden von Jin hat eh nicht ausgereicht. Er hat das Ganze halt noch mit seinem Randuins alleine kompensiert. Dann natürlich auch einfach der Faktor, dass du halt den die kritischen Treffer einfach noch um 10% Schaden reduzieren kannst, hatte ich auch nicht verkehrt. Aber das war eine glasklare Sache. Also zum Anfang Gambit noch ein bisschen mitgehalten. Sie hatten keine Teamfight kommen, sie hatten keine Möglichkeit für die Teamfight zu gehen, haben es halt trotzdem probiert auf der Toplane und das war halt so der Anfang vom Ende. Als man dort halt die ganzen Kills abgeben hat plus die Nasher, also es hat keine Möglichkeit mehr gegen ihn hervorzugehen. Zum Anfang ein paar Möglichkeiten gefunden, diese Aggressivität von Line noch zu punishen. Also gerade im Jungle hat man es ja gesehen, dass Jarvan wirklich sehr aggressiv dort vorgegangen ist und den Kragas halt hier und da invaded hat und versucht hat, für die Kill zu gehen, es auch geschafft hat. Aber auch später ein bisschen zu sehr unterwegs war. Also Jax hat mir trotz allem, muss ich sagen, besser gefallen als Camille. Ja. Der Pick hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, wenn man nur die reine Theorie betrachtet. Konnte sehr viel Druck auf der Toplane ausüben, konnte halt auch den Jungler dadurch punishen. Also hat man auch gemerkt, was halt für dich als aggressiven Jungler schiefgehen kann, wenn du halt kein Winning-Matchup auf der Toplane hast. Trotz allem aber in den einzelnen Situationen, gerade auch dank dem Galio, der halt hier und da mal stark, sehr mobil rotieren konnte, hat man halt einfach keine Chance gehabt, zurückzukommen. Und das war halt auch der Unterschied, wo man halt gemerkt hat, Cassio, ja, ist cool, Cassio, dass du halt lane kannst gegen Galio, aber Galio tut halt einen Job. So, der bewegt sich halt überall auf der Karte, unterstützt sein Team überall, wo es geht, gibt dafür halt ein paar Farmpunkte ab, aber Cassio kann eh nicht so schnell pushen, also der mittlere Turm, der war halt nicht mal gefährdet. Ja, und dann hast du halt auf einmal eine Teamfight kommt gegen dich, die halt überall mit ihrem Engage für Teamfights gehen kann, mit dem Galio in Überzahl, ja, und du kommst nicht mehr zurück. Ja, der Split-Push war halt auch super stark von Camille. Cassiopeia hat sich nicht ganz so dominant zeigen können wie vorher, man muss auch sagen, Farmvorsprung war eine ganze Weile lang bei Lion gegeben, obwohl es am Anfang nicht so perfekt lief. Also da hat man einen guten Job gemacht, hat sich auch zu Recht den Sieg hier holen können. Und das bedeutet, sie sind safe Zweiter in ihrer Gruppe. Gambit auf dem letzten Platz. Ja, für wen sich noch entscheiden muss, ist Direwolves. Das ist ja echt witzig. Also jetzt kann Gambit halt eine richtige Clown-Fiesta feiern. Also jetzt können die ja wirklich, egal was sie machen, sie können nicht mehr durch die Planes durchkommen. Und das auf der anderen Seite für Wii ist natürlich auch so, und da muss man jetzt auch logisch denken, so, warum sollte Wii jetzt noch tryharden? Ja, warum sollten sie was zeigen? Warum sollten sie irgendwas zeigen, so, was sie nicht müssen? Also sie könnten eine Standard-Team-Comp spielen, die sie schon mal gespielt haben, das wäre für sie halt einfach okay. Da hatte ich jetzt auch wieder die Frage, so, die Mentalität, so, vielleicht sagen sie sich auch so, hey, wir können uns nicht geben, jetzt hier eventuell zu verlieren. Wir müssen nochmal alles geben und picken dann halt eine Safe-Team-Comp, die sie schon mal gezeigt haben, könnte ich mir vorstellen. Gerade bei der schwierigen Mentalität, sie genau deswegen. Ja. Ist das, glaube ich, so eine Sache, die passen könnte. Aber ich glaube, bei Gambit ist halt einfach so, die werden jetzt komplett freidrehen, was natürlich für uns erhaltsam wäre, ja, wie es aussehen wird. Das wir werden sehen. Als nächstes kommt auf jeden Fall erstmal Timon Esports gegen Direwolves. Die müssen noch mal so ein bisschen auslosen, wer hier den zweiten Platz in der Gruppe bekommt. Aber auch da glaube ich eher, dass es Direwolves wird. Ich denke auch. Die haben besser ausgesehen in ihrer Performance. Wir machen jetzt erstmal eine kleine kurze Pause. Holt euch was zu trinken, geht nochmal auf Toilette. Wir sehen uns in 6 Minuten wieder. Bleibt dran. Bis gleich. Macht das wunderbar.